Also es ist der Spitzensport, der Breitensport, die Wissenschaft, die Forschung, auch die kulturelle Aspekte. Und da haben wir, glaube ich, schon mit der Stadt Innsbruck eine sehr, sehr gute Plattform und einen sehr, sehr guten Boden. Wir rechnen bei der FISU World University Championship Sports Climbing Innsbruck 2022 mit ca. 150 bis 300 Studierenden. Ich hoffe auch auf hervorragende Leistungen natürlich von Sportlerinnen und Sportlern und insgesamt einen sehr professionellen Event, der dann in der Welt auch draußen gesehen wird.